Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Lifehack-Video, dieses Mal zum Thema Büroklammern. Nummer 1. Macht ein Herzlesezeichen aus Büroklammern. Das geht ganz einfach, dafür braucht ihr eine Büroklammer. Die nehmt ihr so, dass der innere Teil auf der linken Seite liegt. Und dann nehmt ihr die äußere Seite und faltet sie in der Hälfte. Nach oben. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und dann nehmt ihr die lange Seite hier und knickt sie zur anderen Seite rüber. So. Dadurch ergibt sich hier vorne die Herzform. Und ihr könnt das Ganze so auf eine Buchseite oder auf ein Heft aufgeben. Nummer 2. Benutzt eine Büroklammer als Hilfestellung, um euch Armbänder umzumachen. Dafür faltet ihr die Büroklammer auseinander, lasst nur den innersten Teil gebogen und hakt den in die Öse des Armbands ein. Haltet die Öse damit stabil. Und schließt das Armband. So. Dann könnt ihr einfach den Haken herausziehen und das Armband ist zu. Nummer 3. Wenn ihr gerade keinen Hefter zur Hand habt, könnt ihr auch eine Büroklammer und ein Gummiband nehmen, um Papier zusammen zu heften. Ihr nehmt einfach das Gummiband, gebt es durch beide Löcher und hakt es in beide Enden der Büroklammer ein. Nummer 4. Benutzt Washi-Tape und eine Büroklammer, um euch solche Lesezeichen zu machen, die ihr auch beschriften könnt. Dafür biegt ihr den äußersten Arm der Büroklammer nach außen, umwickelt diesen mit Washi-Tape faltet das Tape auf sich selbst. Schneidet es ab. Dann kann man das Ganze vorne noch in Form schneiden. So als Pfeil zum Beispiel. Hier habe ich das Ganze als Fähnchen geschnitten. Das Ganze dann wieder zubiegen. Und es lässt sich jetzt so als Markierung benutzen. Wenn man das Ganze zumacht und man könnte das Ganze auch noch beschriften. Nummer 5. Klebt eine Büroklammer an den Anfang einer Rolle Klebeband. So findet ihr den Anfang beim nächsten Mal schneller wieder. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Washi-Tape, Tesafilm oder allen anderen Kleberollen. Und als Extra-Tipp, die kleinen Herzchen sind auch super süß auf selbstgebastelten Karten oder auf Büchern, die ihr verschenken möchtet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn das so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr von unseren Anleitungsvideos sehen möchtet, schaut mal in unserem Kanal vorbei und lasst uns vielleicht ein Abo da. Wenn euch das Video besonders gut gefallen hat, teilt es doch mit euren Freunden, schaut mal bei Twitter, Instagram und Facebook bei uns vorbei und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.